Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Herzlich willkommen zurück zu Never Alone. Wir sind gerade in unserem Dorf angekommen und es war ziemlich verwüstet und zerstört, weil ein böser Mann kam, der irgendwas gesucht hat. Nein, der Schneesturm kann das nicht getan haben. Es war dieser Mann. Und da haben wir schon wieder so ein Ding. Wer war das denn? Wow. Die wollen plündern. Oh, da war Gegenwind. Wow. Okay, wir müssen da also wahrscheinlich mit dem Wind, weil da hoch kommen wir nicht, mit dem Wind springen. Ja, genau so. Wunderbar. Damit wir da hinüber gelangen können. Und wer plündert denn jetzt hier das Dorf und warum und überhaupt? Was soll das? Das ist schon wieder so ein Taucher. Komme ich denn hier da hoch? Nee. Komme ich denn an den ran jetzt? Ah, warte, ich kann hier. Ja, genau so. Uiuiui. So, jetzt muss sie da noch. Aber jetzt kann sie ja hochklettern. Hochklettern. Ja. Perfekt. Und hinüber. Sehr gut. Hi, Gwen, today. Der Eulenmann? Was? Hallo, Eulenmann. Kann ich auch mal in die Schimane packen? Ich muss lacht doch in die Bergscher. Kann ich Kita vor Haunringer bin? Kilautiger Piubko. Ich kann auch näher lorik bin Kim und deinen Nacken. Okay, da braucht also eine Trommel. Dann gehen wir mal weiter nach rechts, ob wir da denn eine Trommel für den guten Eulenmann finden. Da ist wieder so eine Eule. Der Herzschlag der Gemeinschaft. Okay, Wolf, Fuchs meine ich. Zack, hoch. Seil runterlassen. Und hochklettern. Perfekt. Bisher klappt es ja mit dem computergesteuerten Typ noch ganz gut. Sind die böse oder was? Oh. Upsi Daisy. Oder kann ich die jetzt damit verjagen oder was? Das kleine Volk. Kann ich da nicht runter? Nein, okay. Kann ich nicht. Doch, kann ich. Nur kurz verletzt. Was haben wir denn hier? Objekt greifen, bewegen. Nuna, X und links. Okay. Ja, toll, Fuchs, dass du oben drauf sitzt. Weißt du? Könntest ja mal helfen oder so. Ich weiß auch nicht, warum ich das jetzt hier da reinziehe. Ach, damit ich da hochkomme. Aha. Verstehe, verstehe. Gehen wir erstmal hier drüber und dann mal schieben. Ach, das geht nicht. Okay. Dann muss der Fuchs jetzt da mal hoch. Und das Seil runterlassen. Und dann muss sie da dran. Wunderbar. Das klappt ja wie geschmiert hier. Als ob es geplant wäre.
Killa ra ra dort gewerkscher lo praktike. Die wollen wir haben, die Trommel. Ah, sie eine blöde Schöne. Oh, und der Stein da. Oh, oh. Ah. Ach so, hier bleiben wir. So, so warte. Ah. Au. Voll auf den Kopf. Es tut mir leid, Nuna. Na, Nuna, na. So, wir gehen also hier rüber. Ah, nee, der wirft... Ah, okay. Oh, wie der quiekt, der kleine Fuchs. Müssen also hier hinten stehen. Warten, bis er wirft und dann weggehen. Ist ja ähnlich wie bei Valiant Hearts. Genau, und nochmal hier hinten hin, bitte. Kommst du da jetzt schon hoch, oder nicht? Ach komm, da kommt er doch hoch. Nein, ich hab den Fuchs verloren. Okay, nochmal. Zack. Und nochmal. Das brauchen wahrscheinlich drei Steine. Zack. Und nochmal. Ah! Achso, okay, doch nicht. Ja, lauf mal lieber schnell weg. Gib mir die Trommel. Danke. Gut, dass die Angst vor uns haben. Haha. Ist hier noch irgendwas? Nee, okay. Wie komme ich jetzt hier wieder raus? Ich meine, das Ding ist ja kaputt gegangen. Ach, komme ich jetzt hier weiter vielleicht? Ah. Aber wieder so ein Ding. Komm mit, Fuchs. Du dürftest dich auch da draufsetzen. Ich finde das süß, dass sie ihre Stellung wechselt, wie sie da... Ach nee, Quatsch, das muss ja hier hin. Genau, setz dich mal drauf, Fuchs. Ich finde das süß, dass es da so mehrere Animationen gibt, wie sie das gerade schiebt und zieht. Ist ja ein Seil? Ich kann das gar nicht erkennen. Nee, irgendwie nicht so. Ist hier ein Seil? Ah, da ist ein Seil. Aber da... Ach doch, da kommt... Nein! Da kommt sie ran, wenn sie das Ding wieder schiebt. Geh mal weg, Nuna. Ich muss hier mit dem Fuchs mal gerade was besprechen. So, zack. So, Nuna. Du holst dir jetzt das Ding. Erst mit einer Hand, dann mit zwei Händen. Dann gibt sich richtig Mühe. Ach, das ist echt schön gemacht. Okay, weiter geht nicht, aber es müsste schon reichen. Jupp. Können wir dran hochklettern. Sehr gut. Okay, was ist das? Hey, was hat er uns gegeben? Bola. Dorfhistoriker bin ich, okay. Hab ich gerade die Errungenschaft bekommen. So, wie kommt jetzt der Fuchs da hoch? So. Ich weiß nicht, der wäre bestimmt auch automatisch nachgekommen, aber ich wollte mal... Naja, ich wollte die mal mitnehmen, ne? Hier gibt es ja auch Rückenwind, das wäre so. Oh. Ah, oder so. Dann brauchen wir auch keinen Rückenwind, wenn das hier einstürzt. Bola ziehen, Nuna erhalten. Bola werfen? Warum will ich denn eine Bola werfen? Hä? Aha. Ah! Okay. Der hat aber noch keinen... Doch, jetzt hat er eine bespringbare Fläche. Kommen wir da rüber. Ja, sehr gut. Komm mit, Foxy. So. Kommt der Fuchs da hoch? Oh, der rutscht auf der Nase. Das
machen wir denn da jetzt? Kann ich das kaputt machen mit meiner Bola? Ah, kann ich, Tatsache. Sehr gut. Oh, Gegenwind. Oh, leg dich hin. Leg dich! Hinlegen erstmal. Das konnte ich gerade nicht in Ruhe zielen hier. Ich weiß auch nicht. Hä? Ich wollte. Zielen, das ist gar nicht so leicht, weil ich nicht genau weiß, wo sie hinwirft. Wir setzen unsere Reise fort mit der Bola von dem Eulenmann. Oh. Nuna! Okay, da habe ich zu spät gesehen, dass ich da was kaputt werfen muss. Und nicht einfach rüberspringen kann. Da haben wir es. Oh, ich habe direkt getroffen. First try. So, und sups. Schwups. Ah, der Fuchs kommt von alleine. Haben wir es auch mal gesehen. Kommt also von alleine. Nicht runterfallen, Fuchsi. Ich brauche dich hier vorne. Ich glaube, du musst da nämlich unten drunter durch. Kannst du jetzt auch was damit machen? Nee. Ah, aber er nimmt es mit. Ah, das ist natürlich cool. Er nimmt es mit, sodass Luna es kaputt machen kann. Achso, falscher Charakter. So. Dann haben wir da den nächsten und dann kann er hier zack, zack. So, jetzt muss nur sie noch irgendwie da hochkommen. Aber sie kann sich daran festhalten. Wunderbar. Oh, das war zu kurz gesprungen. So, und zack, wunderbar. Ich finde das Spiel wirklich sehr, sehr schön. Also es gefällt mir sehr. Es ist sehr, sehr ruhig, sehr entspannt bisher. Wir müssen in die andere Richtung werfen, Mädel. Und höher. Und niedriger. Das ist nicht so leicht. Ja, ich hab's getroffen. Sehr gut. So, kommt das jetzt niedrig genug, dass wir da beide drauf können? Ja, ich glaube schon. Und jetzt mit Rückenwind. Ah, sehr gut. So, okay, du musst dasselbe jetzt auch nochmal machen. Warten, bis der Rückenwind kommt und zack. Perfekt. Wo sind wir jetzt gelandet? Der schreckliche Mann. Oh, ist das ein Zauberer oder was? Oh nein, ich muss... Oh. Upsie Daisy, sorry. So, nochmal. Oh Gott, jetzt muss ich alles mal unter Zeitdruck hier ausführen, ja? Zack, zack. Nein, zu niedrig. Zack, zack. Zack. Ach, nach der Bola hat er gesucht. Was ist das für eine magische Bola, die wir da gefunden haben? Oh oh, er wird wütend und schneller. Wow, das ist immer so unter Zeitdruck. Ist das ganz schön doof. Wow! Jetzt läuft er natürlich oben lang. Das war super. Nein, 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 niemals! Christi Bola, niemals! Go, go, go. Nein, zu hoch. Lauf, Luna.
Hilfe. Puh. Sind wir los? Den bösen Mann? Oh, wir sind auf dem Meer jetzt. Allerdings in größerer Gefahr, Bola-Expertin. Danach hörte der Sturm kurz auf, doch schon wurde es wieder windig. Es war schwierig, in dem Schneesturm etwas zu sehen. Und damit endet die zweite Folge. Ich danke euch sehr fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet viel Freude, Freunde. Bis zum nächsten Mal bei Never Alone. Macht's gut. Tschüsschen.